Schmeckt's dir, Vogel? Mach dich besser auf den Weg. Ein Taxi kommt. Wieso ist die Notbeleuchtung an? Wo sind alle hin? Hier stimmt was nicht. Halt dich bereit. Oh no. Entweder statt eine Überraschungsparty oder. Geh vor, Blaskovic. Oder wir haben ein gewaltiges Problem. Überraschung! Herzlichen Glückwunsch, William. Okay. Auf dich, du Superheld. Eine Überraschungsparty. Ein erfolgreiches Lebensjahr, Blaskovic. Glückwunsch, Blaskovic. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hätte euch alle gerade erschossen. Ein weiteres Alter. Captain Beck. Eine Geburtstagsparty. Glückwunsch, Gute zum Geburtstag. Ein weiteres Jahr. Ja! Hätte ich gedacht, dass ich so lang mache. Also auf Bruder Blaskovic, den zähesten Schweinehund, den ich kenne. Ferrer, Billy! Wow, das nenne ich einen richtig guten Bananenkuchen. Der ist von Max. Max Hass! Oh! Koch ist auch. Hier kommt flüssige Liebe. Also Becken. Los, Herrgott, der brennt glatt ein Loch in den Bauch des alten Horten. Jungs! Also, wie war die Venus? Haben Sie mir irgendwas mitgebracht? Tja, der Souvenirladen war zu, aber ich hab das. Heilige Scheiße, Blaskovic. Erzählen Sie von dem Schiff. Ich muss Ihnen auf jeden Fall vom Silberfisch erzählen. Ist das der Name des Schiffs? Ist ziemlich klein. Sigrun. Ja, Frau Grace? Hören Sie, ich brauche mal Ihre Regimeaugen. Ich gehöre nicht zum Regime. Wie auch immer. Also entschlüsseln Sie die Odin-Codes, damit wir das Abwehrsystem deaktivieren und den Ausmerzer kapern können. Ja, Frau Grace. Aber bitte, ich gehöre nicht zum Regime. Oh, tut mir leid. Habe ich Ihre Regimegefühle verletzt? Schluck's runter, Püppchen. Alter, die kann ich auch irgendwie nicht leiten. Was hier. Zum Teufel, Gott verdammt. Die Grace, die ist auch manchmal ein bisschen scheiße. Kameraden, Brüder und Schwestern, vielen, vielen Dank. Morgen ballern wir auf das Regime, bis uns die Kugeln ausgehen. Aber heute feiern wir Blaskovic. Hört, hört! Hey! Und die Fuße. Nicht ihrer. Hey! Hört, hört! Max! Na los! Ja! Alle besoffen. Oh Gott verdammt! Da hat jemand die Toilette zugeschissen. Ist doch nicht wahr? Oh. Sie haben deinen Kopf in diesem Glas aufbewahrt, Terror Billy? Oh. Die ganze Nacht ein bisschen besser. Ja. Hört, hört! Max, hast, Max, ja, Lux, schlag schon zu! Max! Oh. Und nicht Max, Max schlag! Max, hast! Komm schon, William, der hält's! Komm schon, das geht besser! Oh. Ist okay, Wyatt? Naja, geht so. Was, das geht kein kleiner Klein. Whisky?
Also, Horten fängt mit Mais an. Manchmal haben wir auch Gerste genommen. Ich glaube, ich mag Roggen, aber normalerweise nimmt er Mais und dann... Liebling, William. Wach auf, William. Oh, Baby, bitte. Das war nervig. Das kleine Geräusch ist wie eine Kugel in den Kopf. Was ist los? White ist verschwunden. Blazkowicz. Sie müssen ihn finden. Ich muss noch alles für die Mission regeln. Los! Wir suchen ihn schon die ganze Nacht, aber finden ihn nicht. Du musst ihn finden, bevor es losgeht. Okay. Ich brauche noch ein bisschen Schlaf. Eine Stunde, okay. Finde Wyatt. Okay. Die Party war hart. So, wo ist das Quartier von... Was ist nur mit ihnen los? Wyatt sah letzte Nacht unglücklich aus. Vielleicht wollte er sich ja aufmuntern. Billard funktioniert bei mir immer, aber ich kenne ihn nicht so gut. Wir jetzt kennen Verdächtigen, aber wo ist... Wo ist das Quartier von der... Von der Engelstochter. Wyatt ist weg. Vielleicht weiß Holton ja was. Der ist immer irgendwas gesehen. Aufmerksam. Okay, vielleicht gucken wir mal im Casino nach. Bin letzte Nacht früh ins Bett, also weiß ich nicht, wo Wyatt ist. Haben Sie meine Schwester die nächste, letzte Nacht früh ins Bett gegangen ist. Okay, Cantina. Wyatt, mal nachdenken. Ich habe Wyatt nicht gesehen. Nein, aber ich kenne keinen Wyatt. Paris Jack oben im Club Wiesenau. Die beiden haben gestern Abend ziemlich lange gequatscht. Oh, das ist ein Hinweis. Vielleicht weiß er ja was. Hier ist Klo. Kartoffeln fürs Schwein. Hey, Terra Billy. Hey, Paris Jack. Haben Sie White gesehen? Ja, letzte Nacht. Ihm ging's nicht besonders gut. Scheiße, Paris. Ihre Musik klingt wie flüssiges Gold in meinen Ohren, Mann. Tropf, tropf. Wo haben Sie so spielen gelernt? Musik hallte durch die Straßen von New Orleans. Wenn man begabt war, ging sie einem einfach ins Blut über. Aus dieser Begabung was zu machen, ohne falsche Töne zu spielen, das erfordert Übung. Jahrelange Übung. Und unglaublich viel Disziplin. Ich habe die Klarinette in der Schule gelernt. In der Schule lernt man nur, ein guter Sklave des Systems zu sein, Mann. Musikalisch und in anderer Hinsicht. Mann, nicht. Wow, Ihre Musik, Mann, die ist kosmisch, wie ein Ritt auf den Raumwinden. Sie spielt mit meinem Geist, verstehen Sie? Durch Sie fühle ich mich... Oh, fühle ich mich etwas... seltsam, ehrlich gesagt. Warum tun Sie sich das an, Junge? Was? Sie nehmen was ein, wenn keiner hinsieht. Das ist cool, Mann. Ich forsche, ich erweitere meinen Horizont, mental, verstehen Sie? Das sollten Sie lieber lassen. Mann, Sie verstehen das nicht, Paris. Sie wissen doch gar nicht, was ich verstehe. Das ist nicht cool. Es geht ums Universum, das ist wichtig. Es gibt Dinge, deren Sinn ich verstehen muss. Mein Sohn, im Universum ergibt nur eine Sache Sinn. Und zwar der süße Klang der Musik. Sie verstehen es nicht, Mann. Na
Sie sagen, er ging Richtung Schießanlage? Mhm. Der ist sicher auf einem Trip. Ja. Danke. Ich hab da vielleicht was für Sie. Ja, das hatten wir schon. Vielleicht ist Dwight ja bei der Schießanlage. Das kann sein. Felix Baumgarten. War das nicht ein Comedian? Gab es nicht einen deutschen Comedian, der so heißt? Haben Sie Wild gefunden? Nein, noch nicht. Fragen Sie herum, ob ihn jemand gesehen hat. Und jemand hat hier Infos für mich? Wenn er nicht gemalt hat. Ihr Mann war Maler? Was hat er denn gemalt? Shooting Range. Wer liegt da hier irgendwo? Unter der Shooting Range. Soll ich da denn jetzt durchkommen? Haben wir hier irgendwas zum Aufladen? Wait, verdammt, wo bist du? Okay, der Schwarzhund kommt noch nicht durch. Jetzt habe ich ihn noch nicht gefunden. Tja. Sehen, wie sich der alte Mann so schlägt. Auf einem anderen Planeten, aber waren Sie im Sommer schon mal in Schweden? Hier hat keiner Wyatt gesehen? Ja, ich habe gestern mit Wyatt gesprochen. Er war sehr traurig. Mehr weiß ich nicht. Leider. Tja. Irgendwelche Hinweise gibt es uns nicht mehr.
Aha. Tja. Ich kann White leider nicht finden. Hinweis in seinem Quartier. Lass du mal ein bisschen. Offensichtlich nicht. Danke. Okay. Howdy. Bist du jetzt zufrieden, Schwein? Ich sag Ihnen, es wird dauern, sich an das Leben unter Wasser zu gewöhnen. Bin froh, dass ein Schwein an Bord ist. Boah. Wenn dieses grässliche Buch verschwende, wäre ich glücklich. Max Haas. Was mich immer auf die Palme bringt, Max, sind schlechte Metaphern. Hör dir das mal an. George arbeitete an ihrem Buschwerk wie ein Gärtner im Frühling. Also ehrlich, tut mir leid, Sie aufgeblasener Autor, aber Ihr erotischer Kriminalroman soll mich anmachen und nicht das Gegenteil bewirken. Max Haas. Ich bin nur etwas. Fühlen Sie sich manchmal hoffnungslos? Max Haas. Ist das Leben? Darüber spricht eine Dame nicht, Schätzchen. Max Haas. Kann ich mit Ihnen reden, Mr. Blaskovic? Als Autorin habe ich die Angewohnheit, Menschen zu beobachten. Nee. Zum Beispiel, ich erkenne eine große Traurigkeit. Die Mission kenne ich aus dem anderen Let's Play, was ich parallel gucke. Wyatt, ich glaube, der war in der Messe, Bruder. Hat mit meinem Freund Paris Jack gesprochen. Ja, da waren wir doch schon. Es hat nicht viel geholfen. Sie waren also Lehrer? Ja, Geschichtslehrer. Zuletzt habe ich gesehen, wie der Jazz-Typ Wyatt was erzählt hat. Der von Hortons Leuten. Nee, der hat nicht gerade herbeitet. Ich weiß nur noch, dass Wyatt gestern in der Messe einen imaginären Freund mit Käse gelassen hat. Das hilft uns nicht sehr weiter, wenn er Shooting Range ist und nicht. Hey Mann, haben Sie kurz Zeit? Was gibt's? Also folgendes, Bee. Wir könnten einen Funkspruch abfangen, in dem die Baumaterialien erwähnt wurden, die die Erste... Keine Zeit für Nebenquests. Jetzt kommt's. Auf der Liste steht ein voll funktionsfähiger Schlachtenläufer. Nach unten, vielleicht können wir irgendwie... Wer weiß. Naja, schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Viel Glück. Okay, nach unten können wir nicht. Ich glaube, Wyatt und Paris haben über Musik oder so gesprochen. Eine Karte lag hier irgendwo. Suchen Sie Wyatt bei der Schießanlage. Er ist in die Richtung abgedampft. Da war ich schon. Wyatt scheint ein guter Junge zu sein, trotz seiner Probleme. Ja, hallo, Captain. Diese Schießanlage. Rede doch mal mit Paris Jack oben in Club Wiesenau. Er könnte wissen. Wo waren wir denn hier noch nicht? Ich habe Herrn Wyatt nicht gesehen, Herr Blaskovic. Wyatt ist ja die ganze Nacht hier oben. Könnt nicht aufeinander aufpassen, meine Fresse. Du musst Herr Blaskovic jetzt hier die Schiffe absuchen. Im Hangar vielleicht. Hm.
Mon Dieu, letzte Nacht ging es hoch her, aber Wyatt hat, soweit ich weiß, nichts Besonderes gemacht. Wyatt gesehen. Ja, ich habe Wyatt gestern gesehen. Ich glaube, er hat irgendwas mit Paris Jack diskutiert. Also. Fragen Sie ihn mal. Ja, die Schießanlage und so. Das war ja sehr effektiv. Okay, gehen wir nochmal zur Schießanlage. Vielleicht haben wir ihn erschossen, der hat sich von der Dezember vor einer Schussanlage gestellt. Ich finde bloß gerade das Ding jetzt nicht. Captain. Okay, wir gucken hier nochmal. Die nochmal rein. Vielleicht hängt der hier irgendwo ab. Und runter. Das weit aber nicht. Die sich versteckt haben. Vor allem, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Den Weg da draußen. Ach so, hier. Hier versteckt er sich nirgendwo. Da unten vielleicht. Meine Fresse war jetzt. Und ich finde. Kerlchen ist heute Morgen gestorben. Hat den Käse nicht gegessen. Da ist er ja. Ist verhungert. Dahin gerafft. Wyatt. Wer? Sie. Ich spreche mit Ihnen, Wyatt. Oh, der Kleine. Ja, der ist weg.
Er hat nach der Wahrheit gesucht, sie aber nicht vertragen. Also, Sie reden Unsinn, Mann. Jetzt reißen Sie sich zusammen. Wir brauchen Sie. Wir brechen auf. Kommen Sie bald. Sein Vater hatte seine Zukunft schon für ihn geplant. Elite-Uni und danach ab an die Spitze des Kongresses. Hat ihn enterbt, als er zum Militär ging, nannte ihn ein undankbares Gör. Und die Mutter verfiel in diesem großen, dunklen Haus in Depressionen. Als er nach Europa kam, schluckte sie eine ganze Schachtel Pillen. Und das war's. Aus und vorbei. Ich bring Sie zu Seth. Der kann Ihnen helfen. Sie sind nur etwas verwirrt, sonst nichts. Kommen Sie jetzt. Nein, 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 Wyatt. Kommen Sie schon. Wyatt. Ich bin Ihr Freund, nicht wahr? Er sah perfekte Muster, die die Äste eines Baumes verschluckten. Das allwissende Weltraumwesen im Zentrum starrte ihn an. Oh, der Junge näherte sich dem Gipfel des Universums. Doch alles verschwand. Und ein riesiger schwarzer Graben öffnete sich, um alle Farben zu verschlucken, sodass er nichts sah. Er sah nichts außer diesem transdimensionalen Maul, das seine Seele verschlang. Nichts mehr hat Bedeutung, Mann. Das Ende der Menschheit. Sagen Sie, dass es ihm leid tut. Sagen Sie, dass er sie liebte. Oh, Scheiße. Was ist los mit ihm? Hohe Dosis Psychedelika und jetzt kommt's. Damals bei den Dati-Shoot haben wir ähnliche Substanzen benutzt. Aber niemals hatte jemand so klare Visionen wie Wyatt. Das ist bemerkenswert. Wird er wieder? Nun, ich gebe ihm jetzt Flüssigkeit. Das dürfte ihm helfen. Ist das eine Art Türknauf-Set? Ja, oh nein, 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 Junge, nein. Was haben Sie gesagt? Wyatt. Vergessen Sie nie, wer Sie sind, Mann. Und wer wir sind. Kein Schlüssel. Und was wir sind, Soldat. Ich fühle mich schon viel besser, Cap. Wieder in meinem Körper. Sie tragen ja immer noch Ihr Partyhütchen. Ich musste Sie K.O. schlagen. Tut mir leid. Ja, ich erinnere mich. Habe ich wohl gebraucht. Sternkarte, sagt er. Nein, der sagt Türknauf. Hey, Wyatt. Ja? Ich mag sie, Mann. Meine Brüder und Schwestern, hört mir zu. In weniger als 6 Stunden tritt Frau Engel, wie geplant, in der Jimmy Carver Show auf, live aus Hollywood, Kalifornien. Während die Leute im Fernsehen dieser Schlampe in den Arsch kriechen, infiltrieren wir den Ausmerzer, schalten das Odin-Verteidigungssystem aus und kapern ihr Schiff. Und dann finden wir die Fotze und erledigen sie. Was ist? Frau Grace, ich habe die Odin-Codes entschlüsselt, die Herr Blazkowicz von der Venus mitgebracht hat. Es ist nur ein Wort. Valhalla. Geben Sie es an einem beliebigen Odin-Terminal ein, um die automatischen Verteidigungssysteme abzuschalten. Gut, Sie können jetzt gehen, Regimeflittchen. Wie ich schon sagte, wir finden diese Schlampe und erledigen sie. Grace! Was? Recht so. Ich bin... Hat sie verdient. Regimeflittchen! Kapiert, hat sie verdient. Das ist sie ganz ehrlich. Kein Recht. Mich als jemanden abzuschließen, wenn der ich nicht bin, der unbedeutender und weniger menschlich ist als Sie. Sagen Sie es, dass ich nicht zum Regime gehöre. In Ordnung. Okay, verstanden. Sie gehören nicht zum Regime. Und du? Ich liebe dich. Verstehst du das denn nicht, du Vollidiot? Und es tut weh, dass du so
aber ich werde meine Tränen trocknen und darüber hinwegkommen, weil ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Nur mit deinem Körper werde ich im Geiste hin und wieder meinen Spaß haben. Und du kannst nichts dagegen tun, Sigrun. Was? Ich gehe ja schon, okay? Niemals. Bleiben Sie. Sie kommen mit uns. Das hat sie 100% verdient. Ich weiß. In Ordnung, Sie sind die Expertin, erzählen Sie. Wir müssen uns schnell und niedrig annähern. So gewinnen wir Zeit, bevor uns das Odin-Radar entdeckt. Wenn wir uns direkt unter dem Ausmerzer befinden, müssen wir schnell senkrecht aufsteigen. So können wir die Odin-Eröffnungssalve am ehesten überleben. Mit etwas Glück sind wir weg, bevor Odin eine Rakete auf uns abfeuert. Da waren wir doch schon.